Liebes Publikum, willkommen im Theater der Jugend. Wir nehmen euch heute mit auf eine digitale Bühnenführung und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen des Renaissance-Theaters. Heute starten wir in der Maskenabteilung, dem Ort der Verwandlung. Vor jeder Vorstellung müssen die Schauspielerinnen in den Maskenvorlauf. Wie so etwas abläuft und was es da alles sonst noch zu entdecken gibt, zeigen wir euch jetzt. Los geht's! Die meisten der Perücken, die ihr auf der Bühne des Theaters der Jugend sehen könnt, wurden von einer unserer Kolleginnen handgeknüpft. Mit Hilfe von Perücken und Make-up werden die Schauspielerinnen in die jeweilige Bühnenfigur verwandelt. Aus Mensch wird Tier, aus Jung wird Alt und aus Frau wird Mann. Theaterblut gibt es in unterschiedlichsten Formen. Flüssig in der Flasche, 1 Liter. Als Päckchen, aber Vorsicht, die platzen leicht. Oder als Kapsel. Um Fantasiewesen darzustellen, werden Körperteile aus Gummi, Schaum und Silikon angefertigt.